Hastha Dvaya Bhayankarasana ist die Stellung mit zwei erhobenen Händen. Hasta heißt Hand oder Arm, Dvaya heißt beide. Bhayankara heißt furchterregende oder auch Abwehrhaltung. Judith zeigt, wie es geht. Wenn möglich, komme in Padmasana oder jede andere kreuzbeinige Stellung. Dann hebe deine Arme hoch, Handflächen nach vorne. Und das ist wie eine Abwehrhaltung. Wenn irgendjemand dir etwas tun wollte, gib die Handflächen nach vorne, atme ein mit dem Bauch und beim Ausatmen schicke die Energie durch die Hände nach vorne weg. Wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, du bist in einer schlechten Schwingung und Stimmung, könntest du dich natürlich einigeln und Kopf einziehen. Und manchmal ist das Richtige. Manchmal ist auch Flucht das Richtige. Manchmal ist aber gut, dich ganz aufzurichten, die Arme zu heben, Handflächen nach vorne und dir vorzustellen, göttliche Kraft und Segen strömt in dich hinein und von dir geht Lichtkraft aus. Und nichts Negatives kann sich dir nähern.